bisschen Durst habe ich, aber sonst ist alles okay. Haben Sie die jetzt auch noch ausgetrunken? Herr Zech, das war die letzte Flasche. Jetzt bin ich schon wieder schuld. Wegen wem sitzen wir denn hier fest? Ich muss schon seit 2 Stunden auf Toilette. Kein Wunder bei den Mengen, die Sie sich reingekippt haben. 3 Liter pro Tag sind völlig normal. Nächstes Mal ein Fenster aufmachen könnte. Ach. Ich meine, vielleicht haben wir noch nicht alles versucht. Es muss doch irgendwie einen Weg geben. Wir kommen hier nicht wieder raus. Hallo, Dr. Berger. Hallo. Helfen? Ja, gerne. Hilfst du mir bei den Tischen? Ja. Sehr gut. Ja, kleinen Moment, Frau Schiller, ich guck mal. Den will dann auch noch. Sieht sehr gut aus. Kannst du den Plattenspieler nehmen? Aber die hintere, die kann auch ein bisschen weiter nach links. Ja, genau so. Perfekt. Entschuldigung, Dr. Berger. Ja? Nichts passiert. Klingelingeling. 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 Hat schon angefangen? Nee, gleich. Wow. Voll die Kommandozentrale hier. Das wird mega. Krass, aber dass die Schiller damit macht. Sie ist auch echt cool drauf. Und ohne die hätten wir das nicht geschafft. Albert Einstein Gymnasium. Direktor Zech, was kann ich für Sie tun? Ach, das ist aber nett. Danke, danke. Ja, ach, es gibt viel zu tun, ja. Da ist eine Menge liegen geblieben. Ich sage Ihnen, das bedeutet Arbeit. Eine Menge Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hoppla, das ist jetzt nicht, was Sie sehen. Also auch schon gar nicht, was Sie denken. Ich bin doch schon fertig. Telefonieren Sie ruhig. Nein, nein, nein. Nein, es ist aber gut, dass Sie da sind. Weil ich muss dringend mit Ihnen was besprechen. Ich verstehe völlig. Ich habe vollstes Verständnis, Herr Berger. Sie wollen sich in aller Ruhe von allem hier bitte verabschieden. Nein. Herr Zech! Oh Mann. Papa. Hm? Ich bin aufgeregt. Ich auch, mein Schatz. Morgen. Entschuldigung, das ist hier das Lehrerzimmer. Normalerweise haben hier Eltern und Kinder keinen Zutritt. Die Klassenräume sind gleich hier vorne. Das erste, das zweite, dritte Zimmer.
Das ist sehr nett von Ihnen, aber eigentlich bin ich hier, weil Sie Ihre Tochter an ihrem ersten Schultag begleiten wollen. Das ist ja auch verständlich. Obwohl, man kann die Kinder nie früh genug zur Selbstständigkeit anhalten. Na? Non scolae, sit vitae, wisst Sie nicht. Würdest du dir gerne die Schule angucken? Wie die Lateiner so schön sagen. Seneca. Naja, ich muss Sie jetzt wirklich bitten zu gehen. Wir haben hier gleich eine Amtsübergabe. Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Ja, herzlich. Tag. Herzlich. Ja. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Das ist ja Jon, der neue Direktor. Hallo, da sind wir. Hallo. Ach, Herr Berger, das ist doch wieder keine Trauerfeier. Hier für Sie. Dankeschön. Und noch Weinchen. Wir werden Sie sehr vermissen, Herr Berger. Vielen ja. Dank. Und genau deshalb sollten wir den letzten Tag noch mal so richtig feiern. Haben Sie mir nichts gesagt? Ja, das wollte ich ja vorhin schon in meinem Büro. Wie lange wissen Sie eigentlich schon, dass ich kein Direktor werde? Ich meine, wir arbeiten ja schon eine Zeit zusammen und das müsste man eigentlich. Ja, das ist ja auch der Grund, dass. Herr Zech, am besten setzen Sie sich erstmal. Sicher nicht. So, Leute, macht was draus. Danke, Sie haben uns auch echt geholfen. Hat denn alles geklappt? Logisch, war ja ein Profi am Berg. Sehr gut. Es geht los. Viel Spaß, ich bin da mal weg. Wahrscheinlich hat Frau Hautbach wieder das ganze Internat auf den Kopf gestellt. Oh Mann. Das wird ja mega. Ich dreh jetzt schon voll am Rad. Ist doch klar, wenn er nicht Direktor wird, sondern der andere. Bestimmt prügeln sie sich heute noch. Never. Wetten? Bin nicht nötig gewesen, aber über Trinkgeld freut sich hier der Chefkoch. Das war jetzt eigentlich nicht für dich, aber. Ja, ist auch egal. Der Meister hat für euch passt nichts gezaubert. Denn Kino ohne Mampfen ist wie Wedding ohne Checker. Ist nicht dein Ernst. Wieso denn? Das sind Ballaststoffe, Vitamine und so und. Hä? Wo sind denn da Vitamine? Moment. Ketchup, Tomaten, Vitamine. Zufrieden? Oh, es hat schon angefangen. Sag mal, wo sind hier die Klos? Du willst jetzt zur Toilette? Okay, du gehst da durch, dann links, dann die Treppe runter und dann die dritte Tür auf der rechten Seite. Soll ich dich begleiten? Nee, geht schon. Also, wie gesagt, Herr Chung wird... Entschuldigung. Herr Chung wird also ab jetzt die Schule... Leiten. Offensichtlich gab es einige Kommunikationsprobleme innerhalb des Kollegiums. Ach, so nennt man das jetzt. Ich heiße Sie herzlich in unserer Schule willkommen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei allen anstehenden Aufgaben, ja? Dankeschön. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir hier eingesperrt sind? Ich habe mich schon gefragt, was Sie da rütteln. Aber ich meine, wir haben es ja vorhin... Tja, wer geht denn nur ran? Der neue oder der alte Direktor? Ich gehe mal ran. Berger? Ja, Olivia. Das ist Ihr Abschiedsgeschenk. Mein Geschenk. Wir dachten, wir machen was ganz Besonderes. Also haben Sie ab jetzt Ihren persönlichen Einstein-Escape-Room. Moment, was? Sie müssen ganz viele Hinweise und Rätsel suchen im Lehrerzimmer. Und wenn Sie alle gefunden haben, dann kommen Sie raus. Also, Olivia, das ist wirklich eine ganz nette Idee von dir, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt... Hallo? Olivia? Hallo? Leitungstod. Also ich finde, das ist eine tolle Idee. Ich auch. So ein Escape-Room-Spiel habe ich schon mal gemacht an meinem Geburtstag. Wir hatten super viel Spaß. Oh, das gehört dann ja wohl schon dazu. Ja, aber so ein Schloss, das haben wir doch in 1, 2, 3 geknackt. Hopp, was ist das denn? Ein Bilderrätsel. Wow. Okay, es geht los. Tatsächlich, machen Sie doch auch mit. Ich würde hier nur eins machen. Den Schlüssel im Boden. Jetzt seien Sie doch nicht so ein Spielverderber. Die Kids haben sich voll Mühe gegeben. Also ziehen wir das jetzt auch durch. Einer für alle, alle für Einstein. Ja. Leider sind wir hier nicht bei den Musketieren. Hm?
diese Punkte? Also, das sieht irgendwie chaotisch aus. Könnten das Sterne sein? Nein, also keine Sterne. Das sind, ich glaube, das sind Steine. Einsteiner. Einstein. Einstein. Es geht um die Relativitätstheorie. Unsinn. Ja, vielleicht muss man die Punkte miteinander verbinden. Malen nach Punkten, das ist typisch Kunstlehrerin. Also tatsächlich. Anstatt hier rumzumotzen, könnten Sie uns ja auch einfach mal helfen. Hm? Ja, das ist der Urknall. Also angenommen, es wäre der Urknall, dann... was hat denn das mit dem Haus da zu tun? Das Internat. Naja, der Urknall ist der Anfang von allem, nicht wahr? Der Anfang vom Internat. Das Baujahr? Also wenn, dann schon der Umzug ins neue Internat. Das war doch vor 2 Jahren. Das war doch irgendwann im Herbst. Weiß es einer noch? Doch, das habe ich. Moment. Das war der 18.09.2016. 1809. Und yes! Das war doch gar nicht so schwer. So. Oh. Oh. Wow. Gummibärchen. Ach, wie süß. Ach, komm schon, Opa. Du magst es doch so kuschelig, warm. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie ich wieder zur Redaktion... Was machst du denn da? Bist du kuschelig, ne? Oh, wie steht denn der? Alles okay? Alles klar? Eigentlich müssten doch bei dir die Muttermone einschießen. Oh nee, ich stehe überhaupt nicht auf so kuscheliges Zeug. So, können wir uns mal jetzt hier können wir mal weitermachen? Was glauben Sie denn, wofür das Bärchen steht? Tja, vielleicht für einen Tierpark oder für... Fast richtig. Der Bär steht für Berlin. Ja, da sind wir nämlich letztes Jahr hingefahren mit der Schülerdelegation. Ja, wer könnte das vergessen? Eine der Sternstunden unseres Direktors. Das war an Souveränität nicht zu überbieten. Eine von Ihren Sternstunden war es sicher nicht. Also ich finde, er hat irgendwie Ähnlichkeit mit Ihnen, Herr Berger. Ach ja, finden Sie? Ja, hat schon sogar Ihre Frau festgestellt. Na, hier stimmt. Hier. Für mein Bärchen. Bärchen, Berger. Geil. Wir sollten uns jetzt mal auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, na toll. Jetzt haben Sie Flauschi kaputt gemacht. Oh. Aber ich habe auch eine Art Geheimfach entdeckt. Darin befindet sich ein Zettel mit folgender Nachricht. Was ergeben die roten Bärchen geteilt durch die gelben Bärchen? Aber wieso überhaupt Bärchen? Das ist doch nur einer. Stimmt. Ja, aber da war doch noch die Schüssel mit den Gummibärchen. Oh, Herr Zech. Nee. Nee, oder? Herr Zech. Was? Zech fordert das Rätsel auf. Knaller. Ja, und jetzt? Wir müssen ihnen helfen. Warum? Sind sie selbst schuld? Aber ohne Hinweis sitzen sie ja ewig drin. Na und? Keine Lehrer, kein Unterricht, kein Problem. Jetzt bin ich wieder schuld, ja? Konnte doch nicht wissen, dass der ganze Süßkram zu dem Rätselquatsch gehört. Wie machen wir jetzt weiter? Ich hab doch immer noch den Schlüssel, die. Ja, wir können doch jetzt nicht aufgeben. Wir müssen jetzt hier weiter, weil sie die ganzen Gummibärchen aufgegessen haben. Okay. Mhm. Ha? Hinweis für Herrn Zech. Papier schmeckt nicht. Bitte. Aber woher wissen die das? Na, jetzt schauen Sie sich mal um, da oben. Ach, da? Ach, hallo. 12. Bitte. Was? Das Ergebnis der Aufgabe. Der ist echt drauf. Ich find's immer noch unfair, dass wir geholfen haben. Wer so viel frisst, sollte nicht noch dafür belohnt werden. Aha. 12. So, Babys. Meisterleistung, Herr Kollege.
Also der Elefant gehört dann nach Afrika, das ist klar. Mhm. Ja, oder nach Indien. Ja, stimmt. Das hängt von der Ohrengröße ab. Also die afrikanischen Elefanten, die haben viel größere Ohren als die indischen. Dann ist der hier indisch. Nee, also der ist auf jeden Fall afrikanisch. Der ist elefantastisch. Und die Pyramiden, die gehören nach Ägypten. Frau Kollegin, Pyramiden gibt's in Mittel- und Südamerika, in Asien und sogar in Europa. Also bauhistorisch ist es insofern interessant. Okay, also sagen wir, der Elefant kommt jetzt wirklich aus Indien. Dann haben wir die Sieben und die Pyramiden, das sind die drei. Entschuldigung, da ist ein Tresor. Ja, das sieht man doch, dass das nicht passt, das reicht. Das ist wo halt rot ist. Guck mal, das wäre es das. Das ist Rand. So. Ja gut, das sind wir beim Kochduell. Ja, wir müssen ja jetzt wohl nicht kochen. Ich hab was. Ein Kochbuch. Ah, sehr gut. Zeig mal. Mhm. Das ist noch ein Schloss. Ah, wir zählen einfach mal die Köpfe. Probier mal das. Also, du bist dreimal drauf, dann viermal ich, fünfmal Herr Berger und viermal Herr Zech. Probier mal das. Yes! Wir haben es geschafft. Also, ich bin stolz auf uns. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Danke sehr, sehr freundlich. Soll ich wirklich? Ja, ich bin. Ja. Und los. Und? Ist leer. Wo ist denn der Schlüssel? Das machen wir hier nochmal. Oh, wie oft denn noch? Das gehört alles zu dem Plan, Berge zu verabschieden. Und wir kriegen auch keinen Ärger. Natürlich nicht. Ich meine, die Heizung hast du schon ganz schön hochgedreht. Willst du jetzt, dass der Plan funktioniert? Ja. Es kann aber nur funktionieren, wenn wir alle mitmachen. Jeder hat hier eine wichtige Aufgabe, verstehst du? Okay. Es soll ja was ganz Besonderes werden. Etwas, was die Lehrer nie vergessen werden. Klingt einleuchtend. Du willst ja dazugehören, oder? Ja, klar. Na dann los. Nein, oder? Ausgerechnet jetzt, Na toll. Jetzt sitzen wir in der dunklen Sauna fest. Ohne Klo. Und die Jalousien gehen jetzt auch nicht mehr hoch. Oh, ich setz mich mal. Okay. Es hat keinen Sinn. Wir müssen Berger und die anderen rausholen. Was? Das bringt doch nichts. Luisa, gibst du mir mal den Zweitschlüssel von Schiller? Ja, klar. Der ist hier nicht. Aber du hast ihn doch vorhin da hingelegt. Ja, schon, aber der liegt da nicht. Da! Hast du ihn? Ja, was soll der Scheiß? Das ist ein Rätsel. Sieht man doch. Ey, du klingst schon so wie Zech. Und wie sollen wir das jetzt lösen? Sag du doch mal. Du bist doch Schülersprecher. Einer für alle. Und alle für Einstein. Hey Leute, alle mal herkommen. Schneller. Guckt mal, was ich hier gefunden habe. Ein Seil? Wozu das denn? Muss mit dem Rätsel zu tun haben. Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass es was bringt, oder? Das ist so bescheuert, was wir machen, ganz ehrlich. Komm. Hey Leute, wir müssen am Seil ziehen. Alle zusammen. Hä, wieso das denn? Da, der Pfeil. Ja, los, zieht. Ein bisschen nach rechts. Ja, los, zieht. Kommt alle her. Starke Leistung. Da ist ja wohl der richtige Schülersprecher geworden. Super, Henry. Gut gemacht. Toll. Super, echt.
Die Hitze ist unerträglich. Oh, ja. Wir haben es verstanden. Wieso geht denn Frau Schiller jetzt nicht an ihr Telefon? Der Schlüsseldienst kommt erst in 3 Stunden. Hätten wir den vorhin verständigt, wären wir jetzt schon hier raus. Aber nein, sie mussten ja alle diese lustigen Spielchen spielen. Und, hat's funktioniert? Nein, es hat nicht funktioniert. Ja, Zech, jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen. Ihr Gemecker bringt uns auch nicht hier raus. Leider. Zech, ich verstehe ja, dass Sie sauer auf mich sind, aber ich kann nichts dafür. Ich habe mich, weiß Gott, für Sie als Schulleiter eingesetzt. Tut mir leid, ja, nichts für ungut. Aber die haben sich nun mal anders entschieden. Was kann ich denn dafür? Echt leid, das war nicht so geplant. Oh, ich muss in die Luft. Der Schlüssel sollte eigentlich in der Schatulle liegen, aber naja. Und der Zweitschlüssel war irgendwie auch weg. Ja, und das mit der Strompanne, das war so nicht geplant. Na, guck mal her. Das war ja nett gemeint, ne? Hey. Alles klar, mein Schatz? Ja, und wie fandest du's? Ja. Interessant. Auch das mit der Lehrersauna, das war doch echt cool, oder? Und war's auch schön gruselig, als das Licht ausgefallen ist? Wie jetzt? Du warst das? Glückwunsch. Ist okay, mein Schatz. Ist okay, komm. Tja. Das war's dann wohl. Ich danke euch für viele tolle, spannende, großartige Jahre. Und für ein Abschiedsgeschenk, das ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Aber vor allem werde ich euch nie vergessen. Ihr seid Einstein und ich bin stolz auf euch. Und ich bin stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein. Topi, egal wo Sie hingehen, das wird sich nicht ändern. Ach. Herr Berger. Topi, ich habe ja alles im Griff. Pass mir auf die Einsteine auf, ja? Ich mach das schon. Lass mir nicht vom Fleische fallen. Ich doch nicht. Es war meine Ehre. Sie sind und bleiben eine Institution auf Einstein. Hältst du eine Wanne? Alles Tschüss. Liebe von Claudio und mir. Ja. Toll. Tschüss, Herr Berger. Alles Gute. Danke. Vorne gehen. Auch nach Carina. Michael. Oh. Oh Gott. Eine Ära geht zu Ende. Knutschen gleich. Willst du wieder wetten, oder was? Ja. Danke für alles. Sehr gerne. Ah, was? Hey. Hallo, was bitte? Das ist Klaus Peter, mein Freund und naja, der Vater. Hallo. Lieber Falk, hallo. Ist da irgendwas? Ja, ich glaube, es gab gewisse Gerüchte, dass du und ich, dass wir. Das deins? So ein Gut. Quatsch. So abwegig ist das auch wieder nicht, ne? Naja, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da. Also dann, mach keinen Scheiß! Werden Sie vermissen! Tschüss! Na dann, auf gute Zusammenarbeit. Wir werden sehen. Von morgen.